SUV, seit Jahren der Megatrend in der Autobranche, hat uns schon ziemlich eigenwillige Kreationen auf die Straße gebracht. Wir haben SUV-Coupés, wir haben SUV-Cabrios, wir haben große SUVs, kleine SUVs, ziemlich sportliche SUVs. Aber einen echten Sportwagen als SUV hat es bislang nicht gegeben. Zumindest nicht in der Serie. Wir kennen das aus der Rallye, wir kennen das von der Safari-Rallye. Jetzt ist die Idee wiedergeboren. Marc-Philipp Gemballa, Sohn des legendären Porsche-Tuners Uwe Gemballa, gerade mal 27 Jahre alt, hat sein erstes eigenes Auto entworfen. Project Sandbox heißt der weiße Wagen, der hier neben mir steht. Optisch inspiriert vom 959, technisch inspiriert vom 911, radikal umgebaut, steht er kurz vor der Kleinserienfertigung. Was wir von der erwarten können, schauen wir uns kurz bevor die Tests in der Wüste von Dubai beginnen, jetzt hier im Studio ein erstes Mal an. Man erkennt auf den ersten Blick, das ist ein Porsche. Man erkennt aber auch auf den ersten Blick, das hat mit dem Original 11er nichts zu tun. Kein Wunder, die Karosserie ist komplett umgestaltet, aus Carbon gebacken, wird bei einem Partner in Süddeutschland in 6 bis 8 Wochen montiert und über das Auto gestülpt. Vorne sehr viel breiter, bulliger, die Kotflügel weit ausgestellt. Große Offroad-Reifen, 19 Zoll, hinten 20 Zoll. Wie gesagt, weit ausgestellte Kotflügel und als Sahnestück das Heck mit dem großen Spoiler, wie wir ihn vom 959 kennen. Dazu eine Lackierung Metallic Perlmutt mit Diamanteffekt. Diamant ist ein gutes Stichwort, das glitzert nicht nur, das ist relativ teuer. Teuer ist auch das Project Sandbox. Ungefähr 500.000 Euro kostet der Umbau. Und die 200.000 Euro fürs Basisfahrzeug sind da noch nicht mit eingerechnet. Auch innen alles vertraut und irgendwie trotzdem ganz neu. Denn Marc-Philipp Gemballa hat den 11er innen ebenfalls auf Sandbox getrimmt. Neues Interior, neues Leder, neues Carbon. Und vor allen Dingen eine neue Mittelkonsole. Die ist inspiriert vom Carrera GT, steigt schön an, hat einen neuen Schaltknauf, mit dem man das Auto gut in der Hand hat. Braucht man auch, man dirigiert hier schließlich jede Menge Power. Es bleibt beim 3,7 Liter Biturbo, den auch Porsche im Turbo einbaut. Allerdings hat Alois Ruf den Motor ein wenig erkräftigt. Nicht 650, sondern 750 PS stehen jetzt im Fahrzeugschein. Und das maximale Drehmoment steigt von 800 auf 930 Newtonmeter. Genug Power also, um das Auto mächtig voranzuschieben, egal ob auf Asphalt oder in der Wüste. 0 auf 100, definitiv in deutlich unter 5 Sekunden. Natürlich nicht so schnell wie der Straßenelfer, da sind die Offroad-Reifen arg hinderlich. 0 auf 200 in deutlich weniger als 10 Sekunden. Und selbst wenn die 330 des Turbos nicht drin sind, wird dieses Auto sicherlich eines der schnellsten SUVs auf der Straße sein. Nicht nur der Schaltknauf erinnert an den Carrera GT, auch die Sitze sind GT-Sitze. Neu bezogen natürlich und wo beim 11er Turbo hinten noch die Illusion einer Rückbank bleibt, gibt es hier einen in Carbon gefassten Überrollbügel. Das Auto ist schließlich ein echter Rennwagen, wenn auch nicht für die Rennstrecke, sondern eher für die Rallye-Piste. Der Clou an dem Konzept ist die variable Bodenfreiheit. 10 cm machen den Unterschied und auf einen Knopfdruck kommt das Auto wieder runter. Eben noch in der Wüste fahre ich dann einfach bequem in die Stadt. Jetzt sieht man hier ganz deutlich, wie der Wagen sich absenkt. Man hört das Zischen der Hydraulik. Es dauert keine 30 Sekunden und aus dem SUV wird ein waschechter Sportwagen. Ziemlich beeindruckend, habe ich so noch nirgends anders gesehen. Anderer Motor, andere Karosserie, anderes Interior. Alles schön und gut, haben wir schon oft gesehen. Das geilste Gimmick des Project Sandbox verbirgt sich hier unter dem Deckel in der Mittelkonsole. Ein unscheinbarer Knopf, es steht drauf KW HLS Hydraulic Lift System. Auch das haben andere Sportwagen, dann hebt es die Buglippe ein bisschen an, damit sie am Bordstein nicht kaputt geht. Hier reden wir aber nicht über ein paar Millimeter, sondern über fette 10 cm, die der 11er damit nach oben kommt.
Und so wird der Sportwagen tatsächlich zu einem echten SUV. Porsche-Umbauten gibt's wie Sand am Meer und SUVs erst recht. Aber das Project Sandbox ist tatsächlich einzigartig. Der Wagen sieht geil aus, erfüllt eine vollkommen neue Philosophie. Damit ist es Marc-Philippe Gemballa tatsächlich gelungen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ein würdiges Auto im Geiste von Avalanche oder Mirage zu bauen. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, den Wagen zu testen, auf der Straße und mehr noch im Gelände. Ein paar Wochen wird es noch dauern, aber dann lassen wir die Wüste beben. So müssen wir uns natürlich genauso machen. Ist man als Gemballa immer etwas auf den Laufenden?